Hallo, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Blattgrün Edition. Ich werde jetzt mal noch schauen, dass ich noch irgendwie noch ein paar Pokémon fange. Wir haben ja noch ein paar Bälle übrig, nachdem wir Zapdos eingesackt haben. So, Pikachu haben wir schon mal. Spitznamen lassen wir. So. Ich weiß gar nicht, ich glaube, hier kann man auch Elektroball noch fangen. Ist nicht wirklich so, dass man hier nötig hätte, für die paar Pünktchen zu kämpfen. Oh, Magneton haben wir schon. Mega Hieb. Geht daneben. Oh, ist das toll. Fail. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, Erdbeben wirkt, glaube ich, gar nicht wegen Schwebe. Okay. Ich kann es versuchen. Vielleicht hilft es ja doch, aber ich glaube nicht. Oh! Also Erdbeben wirkt doch. Ich dachte, weil Magnetilo in der Luft schwebt, dass es da nicht wirkt. Aber es wirkt. Muss ich mir merken. Ach ja, das ist ja immer so eine Sache. Ja, ich überlege schon seit, ja, seit der letzten Aufnahme sozusagen, wie ich weiter vorgehe, weil eigentlich habe ich noch keine wirkliche Lust, mich der Liga zu stellen. Aber ich habe im Grunde genommen vor, es vor Weihnachten zu erledigen. Aber ist ja noch lange hin. Ich meine, nächste Woche ist erst der erste Advent und ach mein Gott. Ja, jetzt kommen wir hier Elektroball. Level 34. Wenn ich jetzt Steinwurf einsetze, ob er das überlebt? Es wäre schön, wenn ja. Ja, das sieht doch ganz ordentlich aus. Probieren wir mal mit dem Hyperball. Wir haben ja noch keinen Elektroball. Okay. Wirfen wir halt noch einen Hyperball. Yes, wir haben Elektroball gefangen. Ach, da fällt mir ein, vielleicht sollte ich meine feminine Stimme etwas häufiger zur Geltung bringen. Denn gestern war ich bei einem Livestream von meinem guten Kumpel Pizza gewesen und sein Kumpel wollte mich partout nicht als Frau anerkennen. Wo doch jeder meine sexy Stimme erkennt. Ha. Na gut, vielleicht findet nicht jeder meine Stimme sexy, aber ich bin trotzdem als Frau zu erkennen, finde ich. Bloß weil halt mehr Let's Player männlich sind, heißt das ja nur nicht, dass keine Mädels mehr zocken können. Also, ne. Finde ich nicht nett. Ah, ein Donnerstein. Cool. Kann ich gleich das Pikachu weiterentwickeln, was wir gefangen haben. Ah ja, ist ja geil. Ah, ich kann übrigens darauf aufmerksam machen. Nehmt an meinem Gewinnspiel teil. Heute hatte ich die erste Frage, also kurz nach Mitternacht habe ich sie online gestellt. Und die erste Frage ist also online. Ihr könnt
Street Fighter 2 Kollektion gewinnen für PlayStation 1. Ich kann ja schon mal verraten, nächstes Mal gibt es von Yu-Gi-Oh! Duel of the Roses, englische Variante zu gewinnen. Obwohl es auf Englisch ist, kann man das Spiel eigentlich trotzdem ganz gut spielen. Also ich habe es zumindest mehr als einmal gespielt. Aber naja, Kartenspiele sind nicht ganz so mein Ding. Ich mag halt mehr Rollenspiele. Ich stehe total auf Rollenspiele, ja. Also jetzt nicht im Real Life, sondern als Spiel, ist klar, ne? Also hier Pokémon ist ja quasi auch ein Rollenspiel. Hier habe ich ihn eingesammelt, so. Und deswegen, ja. Man sieht es ja auch auf meiner Seite, da erwähne ich ja halt auch, was für Spiele ich spiele und so. Was ich überhaupt nicht mag, sind diese, wo man halt einer gegen einen kämpft. So Klopperspiele mag ich ja gar nicht. Und Ego-Shooter. Ja. Ich bin kein Freund von Ego-Shooter. Ich stelle mich da immer so blöd an. Obwohl ich sagen muss, bei Mass Effect 2 für den PC habe ich in der Tat, da hatte mein, naja, damaliger Freund sogar gesagt, wow, du kriegst so Kopfschüsse und sowas hin. Und ja, ich weiß nicht, ob es Zufall war oder was. Ich habe halt gedacht, wenn ich den Kopf schieße, dann sind sie gleich tot. Und das war ja auch so. Und da konnte ich mich in dem Spiel irgendwie immer so gut irgendwo verschanzen, dass ich trotzdem ganz in Ruhe auf die Köpfe zielen konnte. Und ist auch das einzige Ego-Shooter-Spiel, was ich erfolgreich durchgespielt habe. Allerdings nur im, wie sagt man dazu? Im Light-Modus. Also im leichten Modus. In den anderen schweren Modus oder so waren dann Medipacks oder was weiß ich, tauchten da seltener auf oder Heilung war irgendwie. Ach, ich habe das schon lange nicht mehr gespielt. Aber eigentlich ein ganz cooles Spiel gewesen. Ah, Pokebälle. Eingammeln. Schon wieder Pikachu. Ich hab dich schon. Du brauchst mir nicht mehr beim Weg laufen. So. Schutzschild. Braucht keine Sau. So, jetzt noch das hier. Elixier. So, Elixier lädt, glaube ich, KP und AP auf, oder? War das nicht irgendwie so? Ich benutze das so selten. Nur in äußersten Notfällen, also wie in Arena oder besser in Liga kämpfen. Wenn ich dann so kurz vorm Abnippeln bin. Oh, schnell Elixier eingeworfen und da, toll. Ansonsten habe ich das meistens noch bis irgendwann Ende des Spiels im Inventar rumliegen und habe es nicht benutzt. Sachen, die man nämlich nicht kaufen kann, die sollte man möglichst selten einsetzen. Weil finden tut man sie ja auch nicht so oft. Ach Mensch, jetzt wollte ich gerade einen Schluck trinken und habe gesehen, mein Eiskaffee ist alle. Ja, ansonsten, ich habe mir heute... Ach, ist egal. Sag ich ganz einfach. Ich habe mir heute auf Gronkh seine Seite die Gigashow angeschaut. Und muss sagen, ach, ich vermisse es etwas. Ich hatte mal vor 4, 5 Jahren rum so einen Freund gehabt, bei dem ich gewohnt habe. Und der hatte Giga-TV. Ich glaube gar nicht, was ich Giga geguckt habe. Ich fand das so genial mit den Spielen und auch ältere Spiele, die da vorgestellt wurden und so. Und ja, als ich dann nach einem Jahr oder ein bisschen länger Schluss gemacht habe, oder besser gesagt, er mit mir auf dem Valentinstag, das werde ich nie vergessen. Wie kann man nur mit einem Mädel am Valentinstag Schluss machen? Oh.
Na jedenfalls vermisste ich das danach sehr, weil ich es zu Hause nicht empfangen konnte. Ja. Und Internet hatte ich da noch nicht. Ich habe erst seit ca. 2 Jahren und ein paar Monaten Internet. Ja, 2,5 Jahre vielleicht. Und da kann ich mich ja auch noch nicht so richtig mit aus. Ich habe zwar die Seite von Giga gefunden, aber halt nicht irgendwie, dass man da mal was gucken konnte. Ne? So ist das. Ja. So, schauen wir mal. Fließen. Gibt es denn noch irgendwo was, was wir erledigen könnten? Ich weiß gar nicht. Wir probieren jetzt einfach mal den Weg zur Pokémon-Liga. Aber ich glaube, da brauchen wir echt die VMs, die wir haben. Also Surfer auf jeden Fall, glaube ich. Vielleicht auch Stärke? Oh, ich weiß das nicht mehr. Vielleicht auch Zerschneider? Haben wir nicht dabei? Also haben wir kein Pokémon dabei, was das kann? Ja, vielleicht finden wir noch ein paar Pokémon. Die legendären haben wir. Wer eigentlich? Ach ja, Mensch. Oh. Leute, YouTube! Den haben wir ewig nicht gesehen. Was, Tita? Was für eine Überraschung. Du bist also auch auf dem Weg zur Pokémon-Liga, oder? Du besitzt auch alle Orden? Das ist cool. Tita, ich werde mich für die Pokémon-Liga aufwärmen, indem ich dich besiege. Also los geht es. Ich bin ja mal gespannt, ob er immer noch so luschi ist wie am Anfang. Oder ob er jetzt, da ich mehr Orden habe, bessere Pokémon. Oh ja, er hat volle Leiste, alles klar. Das wird interessant. Domina. Gut, dass wir Domina am Anfang haben. Steinwurf. Erledigen wir Tauboss, wa? Ach du Schande. Nur aber los, nochmal. Domina, Steinwurf. Auf Tauboss. Sag mal. Seid ich hier japanisch oder was? Du sollst Steinwurf einsetzen. Na bitte, beim dritten Versuch hat es dann endlich mal funktioniert. Und nochmal bitte. Ach, dem fällt aber auch nicht weiter ein, wa? Steinwurf. Alles klar. Gut. Boah, was ist denn das für eine... Ach, na gut. Setz ich jetzt mal Mega-Hieb ein. Puff. Und tschüss. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Da setzt mal Pizza ein. Oh wei, ist vom Typ her... Psycho und Pflanze. Glaube ich zumindest. Also Coco weiß zumindest auf jeden Fall Psycho-Pflanze-Pokémon. Weil es Psycho-Pflanzen-Attacken drauf hat. Rihorn. Okay, Rihorn. Für Rihorn haben wir auch... Oh, setz mal Magic ein. Unser geiles Magic, yeah. Ratzeblatt. Ritze, Ratze. Und welch ist er? Eine Attacke K.O. Simsala, oh ja. Da setzen wir unseren Blaze rein. Blaze, yeah. Der macht ihn kalt. fliegen. Und tschüss. Oh, er hat's überlebt. Ja, ich weiß, Fliegen blockiert. Kein Problem, ich habe eh gerade Rückkehr eingesetzt. Und tschüss. Sehr schön. Nächstes wird Glurak. Okay. Gegen Glurak setzen wir Let's Play Markus ein. Irgendwie haben wir gegen jedes Pokémon Mittel, findet ihr nicht auch? Ja, ich bin halt
Allround-Genie. Ich weiß, man muss mehr wie ein Pokémon-Typ im Team haben. Level 53. Jetzt muss ich doch eventuell ein bisschen Schiss haben. Oh, wenn ich jetzt HD hätte, dann würde das nicht so pixelig aussehen, aber ich kenne mich mit HD nicht aus. Wow. Gleich nochmal. Und ich find's trotzdem cool so. Ach, war ja klar. Komm, Markus. Hydropumpe. Oh, fuck. Warum gehst du daneben? Setz Hydropumpe ein. Kumpel, komm schon. Mach ihn platt. Das ist ein Feuer-Pokémon. Einmal auf den Schwanz hier wichst und das Ding ist weg. Yeah. Den haben wir auch kalt gemacht. Gyarados. Okay. Warte mal. Gyarados war Flugwasser. Flugwasser, Flugwasser, Flugwasser. Och, wisst ihr was? Wir hatten jetzt alle durch. Jetzt setzt du einfach Relaxo ein. Ah, kommt doch gut, oder? Flugwasser. Ja, natürlich. Was kann Gyarados? Was gegen Flug und Wasser effektiv ist? Schockwelle des Wahnsinns. So muss das sein, ey. Das müsste ja irgendwie doppelt oder vierfach Step bringen. Hui, seht ihr, wie die KP sinken? Und er hat bloß noch so ein Itzi-Bitzi. Kann aber nie wahr sein. Ach komm, Kopfnuss und dann ist es weg, das Ding. Uiuiui, das war ein Volltreffer. Kopfnuss, wisch. Yeah, Rivale YouTube besiegt. Was? Ich war zu unvorsichtig. Das war ein gutes Aufwärmtraining. Ich bin gut auf die Pokémon-Liga vorbereitet. Tita, auch wenn du gewonnen hast, musst du mehr trainieren. Ich glaube, du bist dir dessen bewusst. Bis dann. Ja, klar, reibst du mir noch unter die Nase. Du musst mehr trainieren, Tita. Ich weiß selber, dass die Liga kein Pappenstiel ist. Vielleicht noch mal. Oh, naja. Oh, du trällst den Fels und dann darfst du weitergehen. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Quellorden hast. Wunderbar, du trägst den Quellorden. Okay, setz deinen Weg fort. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Donnerorden hast. Wunderbar, du trägst den Donnerorden. Okay, setz deinen Weg fort. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Farborden hast. Wunderbar, du trägst den Farborden. Okay, setz deinen Weg fort. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Zählenorden hast. Wunderbar, du trägst den Seelenorden. Okay, setz deinen Weg fort. Und jetzt? Oh, hier gibt's Pokémon. Fleckmann haben wir schon. Oh. Du darfst passieren, wenn du bereits den Sumpforden hast. Wunderbar, du trägst den Sumpforden. Okay, setze deinen Weg fort. Aha, jetzt kommt hier Grünzeug. Du darfst passieren, wenn du bereits den Vulkanorden hast. Wunderbar, du trägst den Vulkanorden. Okay, setze deinen Weg fort. Ja, irgendwann kommt hier, glaube ich, eine Höhle oder so. Und die muss ich dann durchqueren. Und dann komme ich zur Pokémon-Liga. War das nicht irgendwie so? Du darfst nur passieren, wenn du den Erdorden hast. Wunderbar, du trägst den Erdorden. Okay, setz dir deinen Weg fort. Ja, ich wusste es.
Fuck. Siegesstraße. Ey, da geht man nur einmal durch, sag ich euch. Danach fliegt man ja immer dann zur Liga. Ich bin da allerdings, weil ich habe ja nur gegen Gary gekämpft und ich will hier nicht gerade mit angeschlagenen Pokémon die Siegesstraße bestreiten. So, also einmal Pokémon Center. Bla 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 bla. Oh, da fällt mir ein, wir sollten vielleicht nochmal in einen besseren Shop gehen. Am besten. Ach, ich wollte nicht mit dir quatschen. Am besten auf die Zinnoberinsel. Fließen. Und dort einmal shoppen gehen. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir jetzt gerade haben, aber halt auf jeden Fall so Tränke sollte man sich einpacken. So. Hypertrank. Okay, Beleber. Nee, Hyperheiler. Nehmen wir mal drei Supertränke, Hypertränke. Und dann sind wir pleite. Toll, wa? Hehe. So. So. Und ich bin mir wirklich nicht sicher, ob mein Team so jetzt okay ist oder nicht. Wir werden sehen. So, ich habe euch mal den Weg hierher erspart. Ich meine, die hatten wir ja gerade, ne? So, Siegesstraße also. Okay. Lange Fähr. Außer Pokémon habe ich ja schließlich auch andere Spiele gespielt. Wir werden uns hier aber nicht mit wilden Pokémon abgeben. Es sei denn, es läuft so zufällig ein Shiny über den Weg, dann natürlich ja. Ah ja, ich meine mich zu entsinnen, ich muss diesen Stein dort auf diese Platte schieben. Ja. Erst gucken, dann spucken. Ja, so läuft das hier. Man muss sein Hirn tatsächlich etwas anstrengen. Ey, früher konnte ich mir alles merken. Ich konnte mir Sachen einprägen von weiß ich was. Aber irgendwie mit der Zeit sind so viele Informationen in meinen Kopf eingedrungen, dass ich irgendwie andere Sachen wieder raus geschmissen habe aus dem Kopf, die verschwunden sind. Oder irgendwo in der Ecke, ganz hinten im Gehirn, in irgendeiner Müllhalde oder was für Reste. Und ich da keinen Zugriff mehr drauf habe, weil es halt darauf wartet, in den Recyclemüll zu kommen oder was. Ja, nee, sorry, ich mach bloß Spaß. Aber ich vergesse wirklich viele Sachen, wo ich früher mir merken konnte. Sehr schön. Das Geräusch gefällt mir. Golbat! Wir haben noch kein Golbat. Wenn es überlebt. Sehr schön. Beutel über Ball. Yes, wir haben ein Golbat gefangen. Ihr kennt doch sicherlich Ash, der dann immer so ein Peace-Zeichen macht, die Beine so leicht gegrätscht und dann den Pokéball so, haha. Ja, nee. So müsst ihr euch das vorstellen, wenn ich sage, yes, wir haben ein Golbat gefangen oder so ähnlich halt.
So, jetzt kommen wir da oben weiter. Sehr schön. Wollen wir doch gleich mal weitergehen, ne? Gehe ich jetzt links oder rechts? Ach so, erstmal ein Trainer. Klappt der etwa? Du kannst es mit mir aufnehmen. Herausforderung von Ass-Trainer Naomi Campbell. Nee, das ist mir jetzt bloß so eingefallen, so spontan, ne? Aus dem Bauch heraus. Ich versuche mich ja immer zu verbessern. Weil ich hasse es eigentlich, so stille Szenen zu haben. Ihr wollt ja schließlich was geboten kriegen und nicht nur sehen, wie ich hier irgendwelche Pokémon platt mache. Ich meine, das könnt ihr bei jedem anderen Let's Player auch haben. Der Pokémon Let's Played. Vielleicht hätte ich doch eher sowas wie Erdbeben machen sollen. Wisst ihr was? Ich werde jetzt Intensität einsetzen. Los! Intensität 7! Mach's platt! Sehr schön. Ponita, ach du Gacke. Ach du Gacke. Markus, dein Auftritt. Also Stärke und Surfer haben wir dabei. Falls du was verschneiden musst, wird es schwieriger. Die Surfer. Tschüssi. Ach, Galoppa, Galoppa, hier Wollingen. Wir haben auch eins. Surfer müssen wir uns mal aufheben. Wird hier noch einige Pokémon geben, die gegen Feuer, gegen Wasser. Oh, Level 48, geil, geil, geil. Whippix. Ja, schon wieder Feuer-Pokémon. Die gegen Wasser empfindlich reagieren. Mulnona. Schon wieder ein Feuer-Pokémon. Erster Trainer und hier mal eben, weiß ich, wie viele Surfer-Attacken verbraucht. Biss. Ah, er schreckt zurück. Nochmal Biss. Wow. So. Nora ist schon mal besiegt. Nee, Naomi, Entschuldigung. Ich weiß jetzt nicht, wie ich auf Nora kam. 16 Supertränke. Na, die werden wir hier bestimmt verbrauchen. Ah, warte mal, ein Beutel. Wir haben noch bestimmt. AP Plus, okay. Gyarados. Surfer. So, Surfer wurde angehoben. Sehr schön. Getränk, was sind Spezialangriff? Ja, ich weiß jetzt nicht genau, müsste ich erst gucken, wer nochmal. Einfach mal so. So, wer hat denn mal nicht so viele KP? Ja, Pizza, ne? Mein liebstes Feuer-Pokémon. Zink war Spezialverteidigung.
Warte mal, jetzt müssen wir mal bei Pokémon gucken. Sorry, dass ich euch da jetzt mal ein bisschen... So, Verteidigung, Spezialangriff. Oh Gott, Spezialverteidigung. Verteidigung wäre nicht schlecht, ne? Und hier wäre Spezialangriff. Ja. Habe ich denn zufällig so ein Zeug für Spezialangriff? Muss ich nochmal gucken. So, irgendwo. Warte mal. Spezialverteidigung. Das Verteidigungswert. Angriffswert. Spezialangriff. Okay. Sehr schön. Gucken wir mal kurz, wie das jetzt mit Gyarados aussieht. Ja, Spezialangriff ist immer noch recht niedrig, aber trotzdem etwas erhöht. Das ist gut. So. Jetzt will ich euch nicht länger langweilen. Wir gehen hier weiter und ich sehe da oben ein Item. Ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht. Vielleicht kann ja einer von euch mir mal sagen, wie man es wirklich ausspricht. Item oder Item? Ich sag beides. Mal so, mal so. Sandama! Doch nicht wahr. Wieso geht die Attacke daneben? Kann mir das mal einer sagen? Ich will das Pokémon fangen. Sandama habe ich früher sehr gerne genommen. Schlitzer, geile Attacke. Ach, wird's bestimmt nicht überleben. Doch. Gleich nochmal. Oh nee, bloß nicht vergiften, ey. Oh. Jetzt hätte ich's geahnt, aber ich glaube, ich habe genug dabei. Intensiv. Oh nee, das ist tot. Sorry, dislike. So. Jetzt muss ich mich ja für ein Item entscheiden. Fuck, ey. Ich nehme das. Sonderbonbon. Ja, wir müssen dann später, wenn wir nochmal irgendwann hier, dass wir das uns noch fangen, holen. Ja, nee, piss mir nicht ans Bein. Ich mach die Fliege. Ah, ich hab da was zu tun. Einfach Erdbeben. Feuer-Odin. Boah, paralysiert mich. Ist das ein Schwein, ey. Du hast überlebt, mal kicken. Ach nee, hab ich ja schon. Brauche ich nicht. Steinwurf.
bringt dir gar nichts. Ich bin auch Gestein, du Affe. Ja, wenigstens erreiche ich Level 43. So. Jetzt geht's weiter. Ja, nee, aber ich meine, die geben mir nicht genug Erfahrungspunkte, dass es sich lohnen würde. Ich glaube, du bist gut. Gut genug, um dich zu schlagen. Um mich zu schlagen. Ja, irgendwie die Optik kenne ich irgendwie. Habe ich schon gesehen. Oh, fuck, ey. Ey, kann mir mal einer sagen, wieso das Vieh überlebt hat? Ja, ich hätte jetzt gewettet, dass ich paralysiert bin. Oh, wartet mal kurz, ich muss die Aufnahme unterbrechen. So, da sind wir wieder. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie du kommst. Okay, so, Blaze, dein Auftritt. Eistral. Bye bye, Bisoxmoth. Glurak. Da muss wieder unser Let's Play Markus ran. Von 15 auf 21 gesteigert. Oder von 20 auf 21? Nee, eigentlich hatte ich mehr wie 1. Er ist schon fast down. Aber ich werde jetzt keinen Surfer benutzen, sondern Biss. Ja, da kannst du mir mit deinem Flammenwurf gar nicht. Ich beiß dich jetzt und dann bist du weg. Schluck. Da sitzt noch Relaxo rein. Unser guter Relaxo. Ich krieg zu Weihnachten einen Stuhl. So ein Drehstuhl. Schreibtisch, Drehstuhl mit Rollen unten dran. Bin schon sehr gespannt, ob das mit meinem Tisch dann hinhaut. Momentan sitze ich auf dem Bett und habe vor mir ein Stuhl, wo ich Videokassetten drunter gepackt habe, damit meine Lüftung vom Laptop Luft kriegt. Funktioniert bedingt. Ah, ich krieg's nach einer Weile immer so im Kreuze und oh, ist nicht gesund. Außerdem habe ich mein Bett auch schon leicht durchgesessen an der Stelle, wo ich immer sitze. Die Matratze. Und ja, so ein Drehstuhl wäre nicht schlecht. Hat mir meine Mom gekauft.
Der steht schon seit ein paar Wochen in der Veranda, im Karton und wartet darauf, dass Weihnachten wird. So, wo muss ich dich hinschieben? Da unten. Den schiebe ich jetzt noch da drauf und dann mache ich erstmal für den Part das Ende. Und zwar... So. Mitgedacht. Vendamo. Oh, Sternschauer und tschüss. Ach nee, haben wir es überlebt. Na, so ein Schwein gehabt aber auch. Oh, diesmal war es aber dann endgültig vorbei. Setz mal Pizza ein. Und Geheimpower. Oh, wei. Beutel, Hyperball, Flieg und Sieg. Fang uns einen Sandama, weiblich. Yes, ein neuer Eintrag für unseren Pokédex. Sandama, weiblich. Level 46. Spitznamen, nö. Früher habe ich sie mal Sandy genannt oder so. Ach ja. So, liebe Leute, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Im nächsten Part geht's weiter und dann werden wir sehen, ob wir uns hier durch die Gegend kämpfen können, ne? Anstrengend wird's. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Tita Kenshi.